Hallo Freunde, willkommen zu dieser Folge von Daniela lässt den Rewe für sich einkaufen. Diesmal waren es ungefähr 25 Euro inklusive Einkaufsgebühren. Und ich zeige euch kurz, was mitgekommen ist. Allerdings, Leute, musste ich nochmal beim Tante-Emma-Laden anhalten, weil bestimmte Dinge rausgeflogen sind. Unter anderem Laugenstangen zum Aufbacken. Die wollte ich über die Weihnachtstage gerne essen. So, aber jetzt die Dinge, die ich tatsächlich auch dann noch bekommen habe. Pilze. Einen Joghurt. Ein Malzbier, weil ich möchte gerne ein Malzbiergulasch machen aus den Pilzen. Einen Brokkoli. Eine Gurke. Maultaschen, ein Porree, Hefe und Frischkäse, Tomaten, einmal Mehl, damit wir Plätzchen backen können, eine Süßkartoffel, damit ich endlich meine Kürbissuppe, von der ich jetzt seit Tagen träume, wieder machen kann. Und einen Rotkohl. Den liebe ich als Rohkost im Salat oder als Coleslaw, aber mit Essig und Öl und als Ofengemüse. Spitze. Ja, ich sag doch, das war nicht viel, aber 25 Euro, ne? Ja, dann verräumen wir das jetzt mal. Und drehen den Vlog weiter, den ihr dann morgen zu sehen kriegt.